Zwischendurch will ich nur, weil Herr Veit darauf aufmerksam gemacht hat oder erinnert hat, sagen, dass die Evangelische Akademie in Tutzing den regierenden Bürgermeister Brandt aufgefordert hatte, seine außen- und sicherheitspolitischen neuen Vorstellungen in einer Rede darzulegen. Und an dieser Rede ist ungeheuer gearbeitet worden, Manuskript ging hin und her, und als alles fertig war, Rede ist hervorragend, ließ sich heute noch glänzen. Niemand konnte überrascht sein über das, was dann kam, wenn er die Rede gelesen hatte. Rief der Direktor der Akademie an und sagte, ich sollte mich auf einen kleinen Diskussionsbeitrag vorbereiten. Darauf habe ich gesagt, mein Kopf ist leer, alles steckt in der Rede. Aber nur ein bisschen klein. Und dann habe ich gesagt, ich werde einen Punkt aus der Rede rausnehmen und werde exemplifizieren, was das für die beiden deutschen Staaten bedeutet in der Praxis. Und als ich die Idee hatte, habe ich das runterdiktiert, kam ein kleiner Diskussionsbeitrag raus und drin stand auch Wandel durch Annäherung als Kennzeichen. Mein Stellvertreter hat das als Überschrift genommen. Auf dem Fluge nach München haben Brandt und ich nebeneinander gesessen. Ich habe ihm das gezeigt, das hat er noch gar nicht gelesen, guckte drauf und sagte, in Ordnung, so, Schluss. Und wir waren alle sehr überrascht, dass nicht diese vorzügliche Rede, sondern dieser kleine Diskussionsbeitrag einschlug wie eine Bombe. Und Brandt war mit Recht ein bisschen muffig. Also, das kann man ja auch verstehen. Das heißt, der Kern war, wir müssen eine Ostpolitik machen, durch die wir uns dem Osten zuwenden, weil wir was wollen. Das wurde dann die Ostpolitik und die Entspannungspolitik.